Live aus dem Main-Tower-Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Es ist Mittwochabend, es ist 18 Uhr, es ist sehr schön, dass Sie bei uns sind und es ist ordentlich was los in Hessen, denn das bewegt die Hessen heute. Ja, es war dermaßen Sahara-heiß heute hier in Hessen. Bewegung war ungefähr so undenkbar wie der Genuss eines großen Tellers Gulaschsuppe zur Mittagszeit, sollte man jedenfalls meinen. Doch in Lolla, da wurden die Bundesjugendspiele durchgezogen. 33 Grad, egal. Die Schüler, die hielten diesem heftigen Sportprogramm bei der Hitze nicht stand, sondern, wen wundert's, kollabierten. Ja, die Wolken sind hinter mir auch ganz gut zu sehen. Aber wie geht's eigentlich weiter mit dem Wetter? Gewitter stehen im Raum, Schwere sogar. Wir werden erfahren, wie das weitergeht. Und zwar am Ende der Sendung von unserem Kollegen Thomas Hanft auf dem Main-Tower Dach. Was auch immer im Kopf der Hebamme Regina K. vor sich gegangen sein mag, es hat irgendwie etwas Teuflisches. Unter der Kaiserschnittgeburt, also im denkbar hilflosesten Zustand für Mutter und Kind, soll sie Frauen stark blutverdünnende Medikamente verabreicht haben. Aber wie wird aus einer Geburtshelferin, die jahrelang auch in Bad Soden gearbeitet hat, eine mutmaßlich tödliche Gefahr? Tja, jetzt ist einer Lufthansa-Maschine ganz genau das passiert, wovor sich eigentlich alle ängstigen, seit so viele Drohnen im Luftraum unterwegs sind. Es wäre nämlich beinahe zum Zusammenstoß gekommen. Was da ganz genau los gewesen ist, das ist eine Meldung jetzt in den Main-Tower Nachrichten von Peter Rothkranz. Ja, im Ahrtal bei Bad Schwalbach, da sind die Menschen genervt und wollen sich wehren. Gegen einen Gegner allerdings, der kaum zu besiegen sein dürfte, gegen Motorradraser. Die sind laut, hier sind sie besonders gefährlich und unaufhaltsam unterwegs. Seit Wochen und Monaten nun kämpfen die Anwohner gegen den ohrenbetäubenden Lärm dort. Grund genug für uns mal nachzusehen, wie schlimm das wirklich ist. Katzenbabys vor der Müllpresse gerettet. Ja, dass Wohnungseinbrecher sehr gerne darauf warten, dass niemand in ihrem Objekt der Begierde zu Hause ist, das wissen wir ja nun schon. Und dass deshalb die kommende Ferienzeit auch wieder eine einzige Einbrecherfreude wird, das wissen wir auch. Jochen Nägele aus Seeheim-Jugendheim, der kann plastisch beschreiben, was für ein fieses Gefühl das ist, ein volles Haus Richtung Italien zu verlassen und in ein halbleeres Haus zurückzukehren. Genau, jetzt beantwortet Maximilian Otto vom LKA in Hessen. Ja, jetzt kommt eine Geschichte, die könnte für einen oder zwei unserer Zuschauer einen richtig ungeheuren Wert haben. Kennen Sie, liebe Zuschauer, jemanden, der heute vor genau 54 Jahren geheiratet hat? Am 22. Juli 1961 nämlich. Diesen Menschen, dem könnte jetzt ein richtig großer Stein vom Herzen fallen. Also dann berichten wir auf jeden Fall noch mal drüber. Ja, die Mülldeponie in Fulda, die ist definitiv kein Platz, auf dem man mit neuem und vor allem richtig puscheligen Leben rechnen würde. Wenn Eduard Neitzel und Juri Gellert die riesigen Berge Richtung Müllpresse schieben, dann rechnen sie jedenfalls nicht im Entferntesten mit dem, was sie jetzt zwischen Kartons und Papier aus dem Müll ziehen konnten. Und das hat die beiden Müllmänner dann doch richtig berührt. Sehr schön ist das. Ja, damit schnell rauf auf das. Sehr schön, ganz vielen Dank, Thomas. Damit sind wir raus für heute. Jetzt kommt Brisant. Die nächsten Nachrichten aus Hessen haben die Kollegen von der Hessenschau um 19:30. Ich möchte Sie morgen wiedersehen. Punkt 18 Uhr freue ich mich auf Sie hier oben im Main-Tower. Schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.